Hey yo Leute, Cramix hier und heute gibt es mal ein Unboxing-Video von mir und zwar von der neuen GTA 5 PC-Version. Hier könnt ihr jetzt schon diese Box im Hintergrund sehen und ich finde diese Box auf jeden Fall extrem geil und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache davon einfach mal ein Unboxing-Video, weil da auf jeden Fall extrem geile Sachen drin sind und ich glaube auch, dass nicht jeder diese Box hat, also dass eben einige gar nicht auf der PC-Version spielen, aber auch einige sich die PC-Version eben runtergeladen haben, so wie ich das gemacht habe und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch diese Box einfach mal, denn da sind wie gesagt einige coole Sachen drin. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt schon sicherlich, wieso kann ich euch diese Box zeigen, wenn ich es mir dann auch runtergeladen habe. Und zwar ist dieses Video, das ihr jetzt schon im Hintergrund sehen könnt, von dem YouTuber Blackzox zur Verfügung gestellt. Er hat mir das auf jeden Fall hier gegeben und an der Stelle nochmal Danke an dich. Sein Kanallink ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Und wie gesagt, ist einfach eine extrem coole Box und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal auch auf meinem Kanal. Er hat diese Box jetzt hier schon von außen gezeigt. Von außen ist sie eigentlich nicht wirklich spektakulär, aber was darin ist, finde ich eben ziemlich cool. Und zwar ist hier zunächst mal so ein kleines Pappding, wo eben nochmal zwei Sachen drin sind. Da ist zunächst mal eine Karte und die Karte ist wirklich extrem geil. Diese wird er am Ende des Videos zeigen, dazu gleich mehr. Und eben hier noch so ein kleiner Flyer, wo eben die Vorbesteller-Sachen drin sind und noch so ein kleines, ja, ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Da drin steht irgendwie gar nichts drin. Ich habe gedacht, es wäre so eine so eine Beschreibung für das Spiel oder irgendwelche Anwendungen oder was, aber irgendwie steht da in dem Heft nichts drin, also keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall, die Karte ist das Beste daran und das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Ja, Leute, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach direkt mal weiter, denn wir kommen jetzt auch schon gleich zu den Discs und es ist wirklich extrem krass, es besteht einfach aus 7 Discs, also GTA 5 für den PC besteht aus 7 Discs, die man dafür benötigt, um das Spiel zu installieren. Es ist wirklich ein verdammt riesiges Spiel, das merkt man einfach hier auch wieder. Ich habe bis jetzt noch kein Computerspiel gesehen, das aus 7 Discs besteht und ja, auf jeden Fall extrem krass. Hier auch auf jeder Disc natürlich ein anderes Bild drauf, finde ich auf jeden Fall auch ziemlich cool gemacht von Rockstar Games, dass sie ja hier so ein bisschen das bunter gestaltet haben und hier auch natürlich noch die Hauptcharaktere auf dem Cover zu sehen. Auf der Rückseite hier natürlich auch noch Trevor, der darf nicht fehlen. Und ja, wir kommen jetzt nämlich auch schon gleich zu der Karte. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, die Karte habe ich wirklich extrem gefeiert. Die Karte ist wirklich übelst detailliert und da bin ich ganz ehrlich auch so ein bisschen neidisch, dass ich es mir runtergeladen habe und mir eben nicht diese Box gekauft habe, weil gebt euch einfach diese Karte. Sie ist zunächst mal ziemlich groß und wie gesagt, also die Einzeichnungen auf der Karte sind wirklich extrem geil. Man kann hier eben auch diese kleinen Blasen sehen, wo dann eben alles eingezeichnet ist, wie zum Beispiel Emanations oder ja eben Alice Customs, wirklich alles mögliche ist da auf der Karte eingezeichnet und wie gesagt, ihr könnt jetzt sehen, es ist übelst detailliert gezeichnet, man kann hier eben auch die Berge und Hügel und alles auf dieser Karte erkennen und da bin ich wie gesagt echt ein bisschen neidisch, ich hätte mir sowas gern eingerahmt und ins Zimmer gehangen, weil GTA für mich einfach das geilste Game ist, aber ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte und das war im Prinzip auch schon die Box, also wie gesagt, die Box besteht auf 7 Discs und man hat eben so eine coole Karte dabei. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat, wenn es ist, dann brüllt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall auch die PC-Version am Start. Ich bin heute etwas später von der Schule gekommen. Mal schauen, ob ich es heute noch schaffe, für euch irgendwelche Videos rauszuhauen von der GTA 5 PC-Version und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt fandet. Ich habe schon gehört, da gab es ein paar Probleme mit den Servern. Schreibt mir dazu einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Checkt Blackzox aus und ich bin jetzt an der Stelle raus. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Cramix.